Ach so, die Apolexie ist sehr wichtig. Ah, okay. Ach so, ja, ich habe das... ich habe einfach bloß ein Jetzt dazu gedichtet. okay. Gut, damit war es aber mit der Runde. Ist kein Rare. Bedeutet so viel wie Herzinfarkt. Bei Godrayang ist das Rare übrigens das Herz. Nerv ist, glaube ich, High Rank. Ach so, ah, okay. Hat nicht mal mein Schneid extra Leben gebraucht. Ah, hattest du sogar. Praktisch. Die brauchst du für jedes Rayang-Set. Ah, also ist es doch wichtig. Das ist so viel wie Herzinfarkt. Wow, okay. Gut, nice. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Mitmachen. Und bei dir nochmal, Kuma, fürs schnelle Einspringen. Danke dafür. Waren schöne Quests. Wir sind gut vorangekommen. Entschuldigung, wieder ein Frosch im Hals. Wir sind gut vorangekommen. Und, wir haben, aber halt nicht selten in dem Sinn, okay. Ja, und wir sind eigentlich bald dann schon fertig mit den Event-Quests. Das ist sehr, sehr cool. Freut mich. Und wie gesagt, dann schicke ich euch nach Hause und dann darf Plagueis gleich kommen. Da mache ich jetzt natürlich nicht nochmal eine extra Halle. Sondern wir hauen einfach euch raus und darf Plagueis kommt dann rein. So, ciao, ciao. Und ciao. Wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Waren schöne Quests und euch noch einen schönen Abend. So, Darth Plagueis, ich darf bitten. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie machen wir das denn? Aber hey, ja, 4 Minuten haben wir jetzt überzogen. Gerade 4 Minuten. Wie machen wir das denn jetzt? Gibt es jetzt 2 Questschalter? Weil es gibt ja hier einmal die Dings, die Arena-Quest. Und es gibt in Valhalla die Arena-Quests. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die sich unterscheiden. Ich glaube aber schon. Machen wir dann zuerst die Dings, die in Valhalla? Das weiß ich jetzt halt gerade eben nicht. Ich reise einfach mal kurz zur Versammlungshalle. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die sich jetzt unterscheiden, ob das jetzt andere sind. Was laberst du mich eigentlich voll? Ich dachte, du wärst so unmotiviert. Arena-Quest, Herausforderungsquest. Okay. Zweikampf Kutku. Man kann tatsächlich halt alle bloß mit... Ich verstehe es aber halt auch nicht, weswegen man die... Können wir machen. Die Nodorma sind halt die G-Arena. Okay. Ja gut, Karima. Karim, du darfst leider... Also, du kannst gern dabei sein, zugucken, aber ja. leider kannst du nichts machen. Da würde ich doch mal sagen, können wir die in der Dings machen. Hier, weil die G sind vielleicht erstmal ein bisschen heftig für den Anfang, oder? Finden wir uns erstmal ein. Hier mit dem Jenkuku, das sieht doch gut aus. So, zack. Schau mal, unter 430 S-Rang. Ja, ich bin gespannt. Wobei, es hieß ja, dass es kein gutes Zeug gibt, ne? Ja. Krieg immer einen dezenten Herzinfarkt, wenn der Rayang den Cannonball auf mich einsetzt. Da manchmal mich trifft und manchmal nicht. Ja, es ist schwierig. Oh Gott, die Equipments wieder, ne? Was ist das denn? Okay. Ha. Du nimmst Sword and Shield. Feinschmecker, Schnellschärfen. Dann nehme ich die Gewehrlanze. So, zack. Ich glaube nicht, dass ich damit so gut bin, aber ich probiere es. Oh, verdammt. Die dauert solo ewig, echt. Wahrscheinlich, weil das Zeug so schrottig ist, ne? Es gibt einen zweiten Arena-Quest-Schalter? Ja, ja, im Dings. In Dundorma. Na, gut, go. Ich habe halt echt schon lange nicht mehr mit der Gewehrlanze gekämpft. Das ist echt so ein kleines Problem. Bam! Okay, ich habe es noch so ein bisschen raus. Immerhin das. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie man nachlädt. Dezentes Problem. So, okay. Was habe ich denn überhaupt? Oh, Fassbomben? Okay, nice. Schallbombe. Boom. Sorry. Aber ich meine, das ist, glaube ich, das Beste gewesen. Und jetzt ist er auch noch gleich verwirrt. Bam. Ich liebe das. Deswegen, ich glaube, ich muss echt mal wieder Gewehrlanze spielen. Ich mag Gewehrlanze einfach. Das ist sogar eine dritte Quest, die man mit 4 Leuten machen kann. Du hast echt nicht gewusst, dass es in Dings eine Arena gibt? In Dundorma. Ich muss mich mal kurz heilen.
Oh wow, sogar Erste Hilfe hat Snipe Plus. Krass. Nice Sache. Wow, ich kann einfach nur wow dazu sagen, ne? Oh Mann. Ah, ich hab doch auch mein Wirbelnfeuer, verdammt. So, das jetzt nicht vermasseln. Nice. Wie ging das Wirbelnfeuer nochmal? So? Okay, du bist drauf. Ich habe keine Ahnung, wie mein Wirbelnfeuer ging. Weiß das gerade noch jemand? So, und dann A und B? Na komm schon, hau den Vogel um. Mach ihn platt. Nein. So ging das. Ah, shit. Verdammt. Ja, okay, ich hab's gemerkt. Dragon setzt Selbstmordattentat ein. Es war sehr effektiv. Boom. Ich weiß nicht, ob Gewehrlanze hier tatsächlich das Beste ist für den Kutku, aber hey. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir irgendwie schon hin. Die Dings hätte halt, wäre halt wichtig gewesen. Das war echt blöd, dass ich die jetzt verhauen habe. So. Nein, nachladen, du Idiot. Ich muss auch dran denken, dass ich blocken kann. Muss ich sagen. So. Oh, perfekt. Ah, das könnte vom Winkel her nicht passen. Nope, nicht im geringsten. Schade. Ich muss dran denken, dass ich blocken kann. Na toll. Ich muss definitiv dran denken, dass ich blocken kann. Gut, Kuh. Oh. Na, komm schon. Mach ihn platt. Hau ihn um. Mach ihn fertig. Es gibt gleich wieder eine schöne Explosion. Wie gesagt, das Wirbelnfeuer hätte nicht verfehlen dürfen. Dann hätte das gut funktioniert. Ah, verdammt. So, schön ins Gesicht. Zieh nochmal ein bisschen hier rüber und boom. Gleich wieder nachladen. Und dann, wie gesagt, schießen wir hier nochmal ein bisschen ins Gesicht. Ja, das sollte funktionieren. Ah, nee, weil ich da abgeprallt bin. Schade. Okay, das ist eigentlich ganz cool mit der Gewehrlanze. Man muss sich halt bloß dran gewöhnen, dass das so geht. Gewehrlanze ist natürlich schon ein bisschen blöd zu zweit, ne? Du hast echt auch von der Musikhalle gar nichts mitbekommen? Krass. Das nochmal. Wunderschön. Wieso bekomme ich eigentlich so viel Schaden, aber du nicht? Finde ich gerade dezent unfair. Vielleicht habe ich eine ziemlich schlechte Ausrüstung allgemein. Kann sehr gut sein. Ah, Mist. Na, komm schon. Steh auf. Wir müssen den Vogel platt machen. Okay. Dann triff mich einfach gar nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich auch anders nutzen können. Na, egal. Wenn er dann im Dreck liegt, jetzt so geht das. Ich will halt ganz gerne immer die Combo einsetzen, aber das ist manchmal ziemlich schwierig. Nice, okay. Komm schon. Ist beinahe down. Wir haben noch keine 5 Minuten um. Ich muss dringend mal schärfen. Also A gibt's, glaube ich, auf jeden Fall. Okay, du bist nochmal drauf. Sehr schön. Ich hätte vielleicht auch früher nochmal ein bisschen nachschärfen sollen. Das Wirbelnfeuer hätte halt nicht verfehlen dürfen. Das war halt das Kritische. Ja, okay, es sind über 5 Minuten. Schade. Ich glaube, nicht allzu schlecht. Für den ersten Versuch? Gar nicht mal so schlecht. Ja, ich denke immer, dass ich Dings. Ich denke immer, dass ich rollen kann. Kann ich aber leider ja nicht. So. Bye. Das hat nicht gereicht. Wieso hat denn das nicht gereicht? Du willst mich doch verarschen, Vogel. Na, also. Nice. Sehr schön. Gerade ein bisschen drüber. Hilfe? Da. Ich verstehe nicht. Ich habe alle Quests abgeschlossen und habe trotzdem nicht alle Lieder. Gibt es da nicht irgendwie besondere Sachen, wie man Lieder bekommt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich entdecke das Spiel gerade voll neu für mich. Schön. So, wir haben
Ja, 5:28. Knapp eine Minute drüber. War aber auch teilweise meine Schuld. Wir hätten es vielleicht geschafft. Warum ich so wenig Schaden nehme? Ich habe viel Erfahrung mit SNS, als du mit Gunlands. Ja, okay, das ist wahr. Das ist vielleicht der Grund dafür. Ja, wenn ich da ein bisschen besser drin gewesen wäre mit der Gunlands, dann hätte das vielleicht echt gut funktioniert. Also das wäre so eine Sache, die man auf S schaffen könnte. Vor allem du halt mit SNS. Ich glaube, du hast da das meiste gerissen. So, übrigens, auch wenn du jetzt gerade dabei bist, DEFCON, bin ich trotzdem bloß mit Darth Plagueis da, ne? So, Kechawacha. Zeig mir, was wir da Tolles haben. Unter 4 Minuten, wow. Puh. Ich habe wirklich jede Quest abgeschlossen, deswegen bin ich verwirrt. Auch alles irgendwie abgegeben und sonst irgendwas. Ich glaube, ich sollte die Doppelklingen nehmen. Ja, nehme ich. Schnell schärfen, ja, okay. Doppelbeile. Ist, glaube ich, am besten. Wenn dann kommen in der Arena. In dieser Quest triffst du gegen einen Kechawacha an. Wird schwierig, ihm Schaden zuzufügen. Ja, das werden wir sehen. Haben wir irgendwelche Buff-Sachen? Mega Sprintsaft. Soll man denn jetzt schon, Ach, das ist die Quest. Oder die, Halle. Das ist ja cool. Ration. Und dann wahrscheinlich... Ja, wobei... Ja. Keine Ahnung. Jetzt dann wahrscheinlich mega sprintshaft. Das ist wohl am sinnvollsten. Schauen wir mal. Haben wir aber auch gleich volle Ausdauer. Okay. Na, also wow. Mal wieder Doppelklingen. Hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr. Ist schön. Ja, Mist. Ich dachte nicht, dass er nochmal so weit nach hinten durchgeht. Danke fürs Rumschlabbern. Ah, ich war auch nicht mehr... Meine Güte. Schon eine Weile nicht mehr Arena gespielt, merke ich. Na, also. Da nochmal auf den Hintern. Wunderschön. Und was... Okay, von mir aus. Ob wir den in 4 Minuten platt bekommen? Das sieht mir gerade nicht danach aus, ne? Also ich meine, wir fuchteln halt schon hart rum, aber ob das reicht? Krasse Moves, Affe, krasse Moves. Hilft dir aber trotzdem nicht zum Überleben. Wie gesagt, ob das reichen wird? Wir werden sehen, ich sollte dich nicht so oft schubsen. Nicht gut. Ja, okay. Ich pack mal kurz meine Sachen weg. Erste Hilfe. Okay, kommst du? Nee. Was war denn das? Was machst du? Was machst du, Affe? Hör auf, dumm zu sein. Oh, ja. Nice. Dann sich gleich auch wieder schärfen. Wir haben ja schnell schärfen. Und das ist einfach dieser Schadensbonus, den man dadurch dann verliert, ist so wichtig bei den Quests, um halt zum Beispiel S zu bekommen. Mettstein. Hat er sich gerade teleportiert? Ist das ein Teleportaffe? Ich glaube ja schon. Ein mieser, fieser Teleportaffe. Ah. Dreckiger Teleportaffe. So. Komm schon. Na, wow. Er muss doch gleich drauf gehen, oder? Weil wir haben doch bald die 4 Minuten. Also wir würden es natürlich nicht schaffen. Wobei, wir sollten eigentlich nah dran sein, oder? Yes. Ja, ob das Reiten so gut ist? Ich meine, er liegt dann. Da können wir nochmal richtig draufhauen. Er schreit zum Glück auch noch nicht, weil das ist, glaube ich, mein größtes Problem dann, wenn die Monster dann anfangen zu schreien und ich denke, dass ich Ohrstöpsel habe. So, jetzt aber drauf. Na, komm schon. Stirb, Affe. Wir machen Affenhackfleisch aus dir. Oder Affengeschnetzeltes? Ich weiß es nicht. Dieses arme Biest, ne? Aber komplett zerstückelt dann später. Da nochmal, dann bin ich ein bisschen mobiler. Och nö, jetzt fang ich damit an. Okay, er kann sogar schreien. Wusste ich gar nicht mehr. Dass er tatsächlich so eines der ersten Monster ist, das tatsächlich schreien kann. Ja, nicht gut. Nein, das willst du nicht tun, Affe. Das wirst du nicht tun, sagen wir so. So, kurz mal das. Aua. Na ja, gut, okay. So viel Schaden hat das gar nicht gemacht. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Das war weniger in Ordnung.
Oh, nö. Nicht jetzt, nicht hier. Tja, zu spät. Ich bin schnell im Button-Mashen. Ich bin nur zu blöd, um diesem Affen auszuweichen. Mann. Jetzt stirb doch endlich. Oh, er humpelt. Yes. Na los. Das gibt bloß das Flappen. Nee, es gibt gar nichts. Komm, Kamikaze. Oh, Kamikaze ist vielleicht gar nicht so gut. Ah, perfekt. Ich fuchtel hier noch ein bisschen rum. Du erledigst den Rest, ne? Komm schon. Meine Güte. Viel zu gefährlich. Dann wäre ich doch draufgegangen. Okay. Dann nochmal rein. Na, ich glaube, 4 Minuten sind es aber nicht mehr. Ja, wir werden sehen. Ah. Da flappt er noch ein bisschen rum. Oh, Ausdauerverlust. Na, wenn wir jetzt wüssten, wie lange der Ausdauerverlust hält. Oder der Mega... Oh, nice. Achso, stimmt, unsere Fähigkeiten. Ja, die hätten wir auch mal benutzen können. Leider sind es aber 5 Minuten. Schade. Wow. Das Biest hält dann... Ja, hält dann echt viel aus. Sogar beinahe... Nee, Quatsch. 5 Minuten 8. Es ist wieder knapp eine Minute drüber, aber trotzdem eine starke Quest, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. So für den ersten Versuch eigentlich gar nicht so verkehrt. Was hatten wir eigentlich nochmal? Denk ein bisschen heiser. Ja, es ist, wie gesagt, irgendwie so ein Frosch im Hals heute, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen angekratzt. Ist jetzt auch schon spät. Okay, schön. Bestienmünze, Spitzenmünze. Okay. Sehr, sehr schön. Das ist witzigerweise die Quest, mit der ich Dualblade gelernt habe. Ah, okay. Echt, mit der Quest hast du Dualblade gelernt? Ist doch ein Dings. Ist doch eine komische Quest, oder? Du spammst die ganze Zeit aber bloß Dämonentanz und machst dann halt deinen Erzdämonenmodus. Für Ultimate war noch richtiges Jagen, finde ich. Ja, im Vergleich zu Gen schon. Definitiv. So, schauen wir nochmal die nächste Quest. Das wird auf jeden Fall noch reichen. Ja, ja, hör auf mich voll zu labern. Kammerjäger. Oh, wow. Zeldas und Zeldas Königin. Das geht jetzt natürlich schon in die Vollen. Ja, 9 Minuten. Du bist bereit? Okay. Ich habe halt für die Wächterrüstung gefarmt. Das war das beste Set. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was bekommen wir? Ich meine, muss ich eigentlich nehmen, oder? Statusangriff plus 1, giftnichtig, doppelt betäuben. Ich denke, dass ich das nehme, ja. Hört sich gut an. Muss gerade nochmal Twitch neu starten. Glaube ich, ich war nicht mit dem Chat verbunden. Meine letzte Nachricht kam scheinbar gar nicht an. Nee. Also ist schon eine Weile her. Oh, du hast ein krasses Schwert, ich wollte da beinahe hingehen. Oh Mann, wen müssen wir eigentlich erledigen? Zeldas oder Zeldas Königin? Panzerhaut auf jeden Fall. Ration auf jeden Fall. Ein Simpler Maxi-Trank, sobald ich mal ein bisschen unten bin. Bisher ist es bloß eine Königin. Beide. Oh, wow. Na dann. Ich habe guten Statusangriff. Das heißt, ich hoffe mal, dass ich gut lähmen kann. Oh Gott. Jetzt geht's halt an die größeren Viecher. Jetzt wird das Ganze natürlich ein bisschen... Oh, fieser. Ah, dass der Schweif da noch getroffen hat. Das war blöd. Das war ein bisschen sehr blöd. Naja. Okay, da bin ich mal drauf. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie viel der Zeldas denn aushalten wird. Okay, das reicht. Das ist halt auch das Wichtige, dass man beim Reiten dann eigentlich nicht, also wenn man wirklich auf die Zeit spielt, dass man beim Reiten dann nicht die Zeit so ausnutzt, also die Zeit wirklich gut ausnutzt und nicht da irgendwie dann irgendwas anderes macht. Ich wollte jetzt gerade die Zeldas Königin nicht angreifen, da ich sie hätte lähmen können. Und Lähmung hätte sie ja aus dem Dings rausgebracht. Aus dem Fallen. Das war knapp. Und das wäre blöd gewesen. Guck mal, ich lese deine Nachricht gleich. Ich schreibe und schreibe. Bei mir ist schon der halbe Bildschirm nur in meinem Namen-Chat voll. Keine Ahnung, sagt irgendwie was. Okay. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Wie gesagt, kam gar nichts an. Ach,
Verteidigung runter? Nö, zum Glück nicht. Oh, ich hänge an Kräutern fest. Interessant, dass die doch bis zum Boden gehen. Wo ist sie denn jetzt? Kannst du da bitte wieder runterkommen? Oh, okay, sie hört auf mich. Ich bin mir nicht sicher, ob das so toll ist. Kannst du jetzt bitte einfach sterben? Okay, jetzt bin ich auf dem kleinen Ding drauf. Na, großartig. Okay, du zappelst aber sofort rum. Ja, schade. Das hat bisher immer ziemlich gut funktioniert. Jetzt, was ist denn los hier? Ich hoffe, du kommst gerade eben gegen die Königin alleine klar. Ich habe hier gerade den kleinen Kollegen am Hals. So, zack. Was kommt da? Oh, das kommt da jetzt. Meine Güte. Der Kampfpanzer ist aggro. Definitiv. Den kleinen auf die große? Ich weiß es halt nicht wirklich. Ich bekomme aber irgendwie auch keine Lähmung hin. Achtung, Zeldas von hinten. Ich muss dann gleich mal den simplen Megatrank nehmen. Ich dachte eigentlich, dass die Lähmung doch relativ schnell kommt mit dem Statusangriff Plus. Aber irgendwie... Achso, das blaue ist ein Quest-Symbol für die Arena-Quest. Ja, das ist cool, dass nochmal genauer angezeigt wird. Mir gefällt das ja, wenn es solche besonderen Sachen dann sind, wo man es dann halt gerade sieht. Ist ein nettes Detail. Ja, okay. Sieht aber immer so aus. Vor allem dieser Kampf... dieser Geschützturm dann oben drauf. Das ist so gemein. Na, komm schon. Sei doch mal gelähmt, du blöde Königin, du. Ach, das war es mir wert, da nochmal durchzuhauen. Ich nehme jetzt mal... Wow. Hier wird scharf geschossen. Ich nehme jetzt mal einen simplen Maxi-Trank. Ich habe ja aber ansonsten auch nichts außer Dummbomben. Also ich kann ihr tatsächlich so mit meinen Fähigkeiten nicht wirklich viel zufügen. Ich muss es tatsächlich über die Lähmung machen. Ich hoffe, das funktioniert. Wobei es schon eine Weile da... Oh, okay, nice. Gerade wo der Zeldas abgehoben ist, ne? Der wäre doch bestimmt auch hingefallen sonst. Naja, ist er jetzt auch. Okay. Hier ist mal keine Selbstmordaktion wie ich, ja, wobei teilweise. Wobei ich mich ja selber auch mitgesprengt, also dich auch weggesprengt habe. Das war auch nicht ganz so schlau. Ah, jetzt habe ich hier Verteidigung runter. Das ist nicht das, doch, das ist dasselbe, ne? Deswegen sollte ich da jetzt vielleicht gerade mal... Deswegen habe ich bestimmt mehr davon, von der Panzerhaut. Ja. Okay, das war wichtig, das zu machen. Zeldas, du... Au! Ich wollte gerade sagen, du kommst mir nicht. Nein! Ich stinke. Schnell mal... Deo. Oh Gott, ich hasse das. Es ist so gruselig. Ja, damit habe ich gerechnet, dass das kommt. Na gut, sie wird jetzt eine Ewigkeit wieder brauchen, bis sie gelähmt ist, ne? Wow, wie soll das in 9 Minuten funktionieren? Beide zu erledigen. Ich meine, der Zeldas ist bestimmt schon sehr angeschlagen. Da gehe ich jetzt mal stark davon aus. Aber beide? Also beide zu erledigen? Krasse Sache. Also definitiv krasse Quest. Ja, Mann. Jetzt hör doch auf damit, Zeldas Königin. Hör, der große Schuss wäre gefährlich gewesen. Okay. Was? Ah, sie ist aber halt auch gerade hyperaggressiv. Oh, das war super knapp. Na, komm schon. Ja, gelb. Da bin ich jetzt gerade mal durch, egal was sie macht. Ah, sie macht eh nichts Interessantes. Na, schade. Na gut, sie macht das da. Geht eigentlich von mir aus, ja? Weil ich bin ja schon ziemlich... Ich bin ja an sich schon ziemlich tanky gebaut gerade eben. Mit dem ganzen... Ja, oh, das echt... Wow. Wie es dann noch kurz abgebogen ist. Aber mit dem ganzen Heilzeug bin ich ja, wie gesagt, schon ziemlich tanky. Also ich kann da auch schon ab und zu mal drinstehen in sowas. Ich sollte es nur halt nicht ganz so häufig machen. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht da... Ich glaube, da ist es fast am wichtigsten, den Zeldas ganz am Anfang zu töten, dass sie den dann halt nicht haben kann. Ich glaube, das wäre der Schlüssel zum Sieg. Die Königin denkt, sie wäre ein Hype-Train, ja.
der gruseligste Hype-Train, den ich je gesehen habe. So, ganz schnell mal schärfen. Ich hoffe, sie lässt mich. Komm schon. Was, wie soll man 3 T-Gags in 11 Minuten töten? Wovon einer Frenzied und der andere Apex ist. Ist das eine Quest? Echt? Das klingt, ja, viel zu heftig. Au, verdammt. Tut schon wie auf den Schienen rennen, ja. Yes, okay, nochmal. Nice. So, hau alles raus, was du hast. All deine pieksigen Sachen. Oder die Bomben. Nice. Das muss doch langsam reichen, oder? Ich muss so langsam in die Knie gehen. Nochmal. Das war ein Selbstmordkommando. Sehr gut. Wow. Ah, schöne Sache. Ich glaube, sie ist jetzt beinahe auch down, oder? Ich glaube schon. Suicide Bomb, ja. Das war richtig schön. Noch die letzten Momente gesehen, so. Okay, das muss es jetzt sein. Boom. Wie gesagt, der Zeltas an sich wird nicht viel aushalten. Den haben wir ja auch schon gut, oder der hat auch schon gut kassiert. Das ist ja das. Ja. Auch nicht so toll. Oh Gott. Schnell mal Dio. Schnell mal Mega. Puh. Was, die letzte G-Rank Arena Quest ist so eine Quest. Wow. Das ist schon echt krass. Na, S-Rank zu bekommen ist halt schon eine fiese Sache. Definitiv. Ja, jetzt hör auf hier. Das ist wirklich gerade im Hype-Train. Man kann ihn nicht stoppen. Can't stop the Hype. Nicht mal gutes Equip bekommt man da. Hätte mich gewundert, muss ich sagen. Das hätte mich tatsächlich überrascht. Ausdauer gesenkt. Auch so eine ätzende Sache. Oh Gott, das tut mir leid. Nein! Dich einfach... Das war ja fast schon Absicht, ne? Also es war, wie gesagt, keine Absicht, aber... Das sah fast schon so aus, so... Dich nochmal extra wegschubsen. Ja, ja, komm ruhig. Komm ruhig ran. Komm ruhig ran, Königin. Also in 11 Minuten bekommen wir dich nicht, aber ich glaube, wir haben dich langsam im Griff. Okay, da liegt sie erstmal. Sehr schön. Na, komm schon. Vor allem zweimal gelähmt. Vielleicht bekommen wir nochmal ein drittes Mal hin, aber das ist schon echt heftig. Wie viel sie doch aushält. Manchmal liegt es aber halt auch an den Kombinationen vom Equip, die du brauchst, um da wirklich was Gescheites machen zu können. Manchmal, wenn du zwei blöde Kombinationen hast, dann hilft das gar nicht so viel. Zum Beispiel mit meinem Lähm wäre vielleicht... Oh, nice. Wäre vielleicht eine andere Waffe von dir besser gewesen, Darth Plagueis. Ich weiß es jetzt nicht. Wobei, ich denke, das Eis... Die Eisklefe... Klefe. Die Eislanze wird schon viel Schaden machen, ne? Ich will eigentlich den Moment nicht verpassen, wenn sie umfällt. Deswegen... Wie dumm das aussieht mit der Lanze auf dem Kopf. Ja, schön. So, komm schon. Jetzt. Yes, okay, Königin ist tot. Ja, gerade wieder 10 Minuten. Das wird, weil er wird jetzt nicht viel aushalten. Deswegen, das werden gerade wieder eine Minute zu viel sein, circa. Wow. Wenn der Zeltas denn mal stehen bleiben würde. Dann habe ich bisher auch noch nicht gelähmt. Das sollte eigentlich auch relativ fix gehen, oder? Na, oder ihn auf den Boden werfen. Jetzt sollte er doch auch tot sein. Wie gesagt, wir haben ihm ja auch schon Schaden gemacht. Das ist ja das. Ja, da, nee, das sah gerade kurzzeitig so aus, als wollte er humpeln. Immerhin ist kein Erfolg, alle G-Ranked Arena Quests auf S zu haben. Ja, das ist ja so. Man braucht bloß A, nicht wahr? Für einen Erfolg. Oder wie war das? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Zum Beispiel, zumindest in Trial Ultimate war es schon so. Ah, kleine Viecher zu treffen. So ätzend. Nein, flieg nicht wieder. Flieg nicht. Kleines Insektenbiest. Ja. Toll. Großartig gemacht. Tut mir leid. Das ist Problem mit Langschwert. Das gibt es echt nicht, dass der jetzt noch so viel aushält. Na, also.
Sehr schön. Wie viel haben wir denn? Das sind 12 Minuten. Ja. Ja, waren zwei Viecher, aber gute Quest. Und gerade noch erledigt, bevor du rausfliegst. Okay, da bekommen wir eine Erste-Hilfe-Arznei. Okay. Praktisch. Also dann haben wir mit 1248 Attacke und 320 Donner plus eine Rüstung, die Feuerangriff plus 2 gibt. finde den Fehler. Noch eine lohnt sich nicht mehr, ich habe in 3 Minuten kein Netz mehr. Ja, das dachte ich mir auch. Das hat jetzt perfekt gepasst. Ungeziefer Münze, okay. Hat jetzt perfekt gepasst mit der Zeit. Und dann, oh, sogar bis 11 Minuten, klar, ich bin blöd. Ich kann nicht lesen und nicht zählen. Jedenfalls steht in dem Erfolg nur a set of number, a set number of Arena Quest with S-Rank. Ah, okay. Das heißt, du kannst dir aussuchen, wie viel. Gut, dann bedanke ich mich bei dir fürs Mitmachen. Waren schöne Arena Quests. Wie gesagt, vielen Dank. Und tschüss. Schönen Abend dir noch, Darth Plagueis. So, Nixios, willst du dazu kommen und die letzten machen? Wahrscheinlich, ich hoffe, es gibt irgendwann mal wieder eine Arena-Runde. Ja, ich denke, die werden wir immer mal wieder jetzt machen. Wir können ja dann auch theoretisch vielleicht dann auch mal so ein paar andere Waffen machen, weil ich würde sie ja schon ganz gerne wieder mit allen Waffen machen. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ich kann auch noch mal theoretisch dann noch mal nachfragen, wie das läuft. Ja, wie gesagt, ist Nixios denn da? Soll ich kommen? Ich habe mit Defcon, also mit extra schwierig, auf S geschafft. Okay, an sich war es ja mit Nixios verabredet, deswegen. Aber wenn er nicht mehr da ist... Ich verpasse Höllenzinogre. Ob das jetzt so gut ist oder so schlimm? Ignoriere mich, was?